Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Battle for Azeroth. Mein Name ist Rotmac und wir sind immer noch auf Pandaria unterwegs und zwar im Tal der Vier Winde. Ja, Lili wurde gerade verlassen quasi von ihrem Onkel, der in die Brauerei Sturmbräu gerannt ist wie der Teufel, denn da sollen die weiteren Sturmbräus hausen. Und er will seine Verwandtschaft da besuchen. Wir wollen jetzt mit Lili da ein bisschen die Umgebung auskundschaften. Denn Lili ist natürlich die Abenteurerin und die will ein bisschen erkunden. Ja, die will da nicht irgendwie rumstehen und warten, sondern die will ein paar Sachen sehen auch von dieser Welt. Ja, da drüben ist schon der erste Punkt. Da gehen wir auch gleich hin und werden Lili hier ja, ein bisschen Freiraum lassen. Wo ist sie denn? Oder wo müssen wir denn genau hin mit ihr? Das sind die Wasserfälle. Ja, schön. Und dann. Ich setze mich hier mal ab. Kommt Lili nach oder? Da mal runtergesprungen. Ja, Lili. Meine liebe Lili. Willst du auch noch kommen oder lässt es sein? Oder was ist genau der Plan hier? Nehmt Lili mit zu den Seidenfeldern. Sind das die Seidenfelder? Nein. Zur Huang Tetz Kassade. Ja, das wäre dann vielleicht ihr, keine Ahnung. Einmal husten. Ja. Lili? Willst du das sehen? Oder muss ich Lili noch ansprechen? Hab ich verpasst, Lili zu sagen, sie soll mitkommen, oder was? Ich glaube, die weiß gar nicht, dass ich jetzt da bin, ne? Die denkt sich so, ich habe ihn gefragt, ob er mich mitnimmt und der geht einfach, ja? Ohne was zu sagen. Der Schweinehund. Naja. 86% aber übrigens vom Level. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nicht mehr lange. Und dann werden wir hier Pandaria auch verlassen. Ja, wir werden, sobald wir 90 sind, dann weiter nach Draenor ziehen. Und das wird ganz bestimmt in dieser Folge auch der Fall sein. So, Lili, was ist denn das Problem? Seid ihr bereit zu gehen? Ja, ich bin ja bereits gegangen. Du kamst einfach nicht mit. Ja, jetzt nochmal hier aufsteigen. Oh, ganz normal. Lili, kommst du jetzt mit oder was ist denn hier los? Was steht denn da in der Questbeschreibung? Tal der Vier Winde, hier. Nehmt Lili mit zu den Seidenfeldern. Neu-Kifera und zur Huang-Kaskade. Da ist es nicht die... Das ist doch die Kaskade hier. Da ist sie ja. Die Frage ist jetzt nur... Lili, willst du das nicht sehen? Interessiert dich vielleicht gar nicht so sehr, wie du gedacht hast? Das ist jetzt schon nicht so optimal hier, dass sie nicht mitkommt. Weißt du was? Ich scheiß auf Lili. Ganz ehrlich, ich scheiß auf Lili. Wenn die nicht mitkommen will, dann muss sie halt selber schauen, wo sie bleibt. Wir gehen jetzt da unten mal die Fiolen mit Wasser sammeln. Denn wir wissen, der gute... Wie heißt der denn? Dunkelbräu? Nee, nicht Düsterbräu oder so, ne? Der braucht ja hier ein bisschen Schlamm. Für sein Bier. Trübbräu oder so heißt der Typ. Keine Ahnung mehr. Wir werden es auch gleich sehen. Ihr seht, ich bin vorbereitet hier. Da kann kommen, was will. Ja, mich stört da nichts mehr. So, hier kommt die Fiole einmal tunkeln. Das ist zu weit entfernt. Geht nicht. Muss es das dieses Schlammbäder sein hier? Okay, wir schwanken. Ich schau, dass ich da... Ja, das Ding ist schon leer. Alter, wurde das Ding gerade geräumt? Habe ich hier gerade alles verschüttet oder was? Wie das denn? Ich brauche ein Ziel. Wie das denn bitte? Will mal versuchen. Wie soll ich denn... Was? Ich muss meinen Weg clever auswählen. Ja, ich... 4%, 3, 2, 1 und weg ist es. Was soll denn der Scheiß? Ich fülle da noch mal ein bisschen mehr rein. Wenn ich fliege... Dann auch.
Was soll denn der Scheiß? Wie soll ich das denn schaffen? Wie viel Prozent muss ich überhaupt zurückbringen? Wie viel habe ich jetzt? 47, 45, wenn ich da springe. 43. Alles klar. Ah, da gibt es noch mehr. Ich nehme da mal noch mehr mit. Aber wie soll ich denn, wählt euren Weg gut? Wie soll ich denn meinen Weg gut wählen, wenn ich sowieso bei jedem Schritt irgendwie da was verliere? Das ist doch nicht, normal, sowas. Das geht doch nicht. Sogar beim Schwimmen hier verliere ich. Das ist doch richtig doof. Erstmal mit 100%. Aha. Aha, ich muss es einfach 100% füllen und dann schwappt das nicht mehr über, oder? Das ist speziell. Das ist ja speziell gewesen. Ich musste einfach die Fiole füllen auf 100% und dann ist sie quasi dicht. Ja, dann kann da quasi nichts mehr rausfallen. Das ist, ja, ich dachte, ich muss damit zurücklaufen. Aber okay. Ist mir auch recht so, ne? Ist mir natürlich auch recht. Ja, ein bisschen Steine abbauen, gibt auch Erfahrungspunkte. Und die brauchen wir noch. 87%, wie gesagt, wir kommen Draenor immer näher. Da freue ich mich extrem drauf, Freunde. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Guten Tag. So, Trübtrunk. Schon als ich euch das erste Mal traf, wusste ich, ihr seid zuverlässig. Gut gemacht, Rotmek. Gut gemacht. Und er gibt mir hier ein paar Stiefel, die ich mir auch gerne anziehen werde. 11 Tempo mehr. 3 kritische Trefferwerte mehr, 2 Stärke, 4 Rüstung und 3 Ausdauer mehr. Dafür 13 Vielseitigkeit weniger. Aber Vielseitigkeit ist was für Luschen. Wir brauchen hier einfach mal ein bisschen Tempo und Moschen, ne? Ein bisschen Dampf unterm Arsch. So, wir gehen mal zu den Seidenfeldern runter. Mal schauen, ob Lili dann da aufkreuzt. Finde ich schon speziell, dass Lili da einfach mal nicht aufgekreuzt ist bei den Wasserfällen. Naja, vielleicht bei den Seidenfeldern. Einmal runtergestanden. Oh, 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 oh. Die Motten sind mir nicht allzu freundlich gesonnen, wie ich sehe. Heißt, wir müssen hier ein paar Motten killen. Ja, absolut kein Problem. Machen wir natürlich. Motte Nummer 1 ist schon down. Motte Nummer 2 folgt sogleich. Und Motte Nummer 3 ist auch nicht mehr am Fliegen. So, dann können wir die auch noch häuten. Ist natürlich super, ne? Lieben wir Sachen häuten. Das können wir. So. Da drüben ist die blaue Markierung. Da muss ich wohl reinstehen für Lilly. Da kommen schon die nächsten kleinen Motten. Die lassen mir einfach auch keine Ruhe, ne? So viele Motten. Und die haben auch irgendwie eine Aggro-Range des Grauens. Egal, wo ich hinstehe, irgend so eine Motte kommt herbeigeflogen und will mich töten, fressen. Keine Ahnung, was wollen die eigentlich von mir? Wollen die mich fressen? Also bitte. Also bitte. Was seid denn ihr für ein paar Bandaren da? Geselle, Chu. Hallo. Oh, oh gut, ein Krieger. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe im Zuge meiner Experimente zur Steigerung der Seidenproduktion eine Reihe widerlicher Monster erschaffen. Am Ende gab es sogar eine echte Mottenrebellion. Könnt ihr vielleicht eure Talente als Krieger dafür einsetzen, ein paar dieser Mutanten zu vernichten? Kann ich machen. Mögen euch die Nebel beschützen. Ja, mögen die dich auch beschützen. Mach ich natürlich. Das sind also tatsächlich Pandaren. Diese Felder sind bewohnt. Das Problem ist einfach nur, dass sie es verkackt haben und das Ganze den Motten überlassen haben. Welche Weisheit sucht ihr? Sei gegrüßt. Ich bin ein Seidenmeister, Zai. Willkommen in der kaiserlichen Traditionsseidenmacherei. Diese Einrichtung kann bis auf die frühesten Dynastien von Pandaria zurückdatiert werden und jeder Generation übertrifft die darauffolgende hinsichtlich der Seidenqualität. Hättet ihr Lust, für einen Tag ein Seidenmeister zu sein, dann braucht ihr zunächst einmal Maulbeerblätter. Die findet ihr in unserem Maulbeerbuschgarten im Nordwesten. Und wenn ihr die habt, verfüttert ihr sie an eine hungrige Seidenraupe in unserem Grube im Westen.
Und schließlich müsst ihr noch etwas Rohseide aus unseren Festigungshütten auf der Südseite unseres Hofes besorgen. Was ich nicht alles muss, Familie, ne? Familie, Freunde, Essen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Diese Dinge sind sehr wichtig, das ist so. Was haben wir denn hier? Ein Hocker und... Müssen wir besorgen. Rohseide. Haben wir besorgt. Kein Problem. Gut, was müssen wir noch besorgen? Was wir alles machen müssen, immer für die Leute, weißt du? Kriegen die alle das einfach nicht in den Griff und dann kommt der Rotmack und dann heißt, kannst du mal bitte machen? Die nächste Runde, bitte, schaut euch meine Waren an. Ja, was hast du so dabei? Auch nichts Schlaues, ne? Ihr habt einfach nichts Schlaues zum Verkaufen. Selbst den Schneiderlehrer habe ich jetzt gefunden, weißt du? Aber Hauptsache, ich krieg hier Bergbauer nie fertig. So, also jetzt müssen wir hier irgendwelche Blumen pflücken. Das sind alles die Raupen. Was haben wir denn hier? Fast voller Maulbeeren. Ja, die brauchen wir. Ein Stück, dann muss ich die verfüttern. Und zwar diesen Raupen hier. Oder doch nicht? Doch. Aber nur eine hat's gefressen. Doch, drei haben es gefressen jetzt schon. Okay, geht doch. Geht doch langsam. Die ist auch größer geworden. Bisschen Beeren fressen und die wachsen gleich. Auch nicht schlecht. Und das wäre dann Nummer 5 von 5. Okay. Arbeit abgeschlossen. Können wir gleich abgeben, bevor wir weitermachen mit diesen Motten hier. Ihr seid herzlichst willkommen. Habt ihr alles gefunden? Habt ihr euch die Fertigung genau angeschaut? Natürlich. Sehr gute Proben. Ich werde dafür sorgen, dass sie in die richtigen Hände gelangen. Hier dieser kostenlose Artikel aus unserem Sortiment ist für euch. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Da gibt's also einen neuen Rücken, einen neuen Umhang. Und zwar mit 2 Tempo mehr, eine Stärke, eine Rüstung und eine Ausdauer mehr und eine kritische Trefferwerte weniger. Wir nehmen die eure gerne. Augen verraten, und das war's dann auch schon. Mehr brauchen wir hier nicht, ne? Schneiderei interessiert mich nicht. Das Leben sollte genossen werden. Ja, und dann heißt es hier, gehen wir ein paar Motten töten. Motten töten, Motten töten. Wir haben 95%, Freunde. Das wird wahrscheinlich die letzte Aufgabe sein, die wir hier für Pandaria oder auf Pandaria erarbeiten werden. Diese Mottenplage hier zu töten. Und dann wird das Ding hier auch fertig sein für uns, ja. Dann wird Pandaria Geschichte sein für uns. Und wir lassen sie alle hier zurück. Und wir gehen dann weiter in weitere Gefilde, in neue Abenteuer. Ohne Lilly. Und ohne Shen, die können sich dann hier weiterhin gegenseitig beleidigen. Interessiert mich dann nicht mehr. Die Lilly, die immer dazwischen quatschen musste. Lassen wir dann alle hier stehen. Ich habe kein Ziel. So, irgendwann mal komme ich dann zurück und werde Lilly weiterhelfen. Irgendwann mal, wenn ich groß und stark bin. Kann eine Weile dauern. Ich habe kein Ziel. Kann natürlich eine Weile dauern, aber dann kommen wir zurück und werden Pandaria noch fertig befreien von dem Schar. Aber Pandaria muss jetzt mal selber auf sich schauen. Es kann nicht sein, dass ich immer da für alle da sein muss, ne? Die müssen einfach mal lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, hier die Pandaren. Ich muss näher ran. Wenn sie nicht kämpfen wollen, sind sie halt selber schuld, ne? Da kann ich ja auch nichts für. So. 96%, Freunde. 96% des Levels. Heißt, wenn wir die Quest hier abgeben, dann ist definitiv Ende Gelände. Und auch noch runter hier, doch. Das ist zu weit entfernt. Wie viel davon brauche ich noch? Das ist der letzte von denen. Und da brauche ich noch von den Kleinen auch noch. Werde ich mich um die Kleinen kümmern dann. Ich habe ganz viel. So. 6 von 6. Alles klar, die Kleinen hier habe ich auch. 8 von 8. Da mache ich trotzdem hier noch die fertig da. Wenn sie mich schon angreifen, töten wir sie auch. So. Alles klar. Gibt auch noch ein bisschen was, was ich mitnehmen kann. Oh, eine Riesenmotte. Alter, was ist denn das für eine Riesenmotte? Ja, wird die Quest gleich hier... Berichtet mir von euren Reisen.
Scheinen nicht mehr ganz so viele verderbte Motten da draußen zu sein. Zumindest aber habt ihr mir etwas Zeit verschafft, bevor ich wirklich großen Ärger bekomme. Keine Eile. So. Willkommen. Und die will, dass ich die große Motte hier töte. Und wenn die da schon dran sind... schnell. Auch mitmachen. Hat nicht gezählt, ne? Scheiße. Hat nicht gezählt. Hätte ich mich da ein bisschen beeilen sollen. Also, wir lesen halt dann Questtext trotzdem. Ich wollte eigentlich da einfach nur Gas geben, damit ich hier die Motte da mittöten kann, aber hat nicht geklappt. Also, wo sind wir denn hier? Tal der vier Winde. Alles klar. Das ist die falsche. Die Motte können wir noch töten hier. So. Der werte Geselle Chulu. Und Chu hat offensichtlich ein Monster erschaffen. Den seidigen Tod mit Flügeln. Matallos. Ihre Brut habt ihr ja schon kennengelernt. Jetzt möchten wir euch bitten, die Kreatur selbst zu bekämpfen. Bitte, Krieger, begebt euch in die Grube, um den Köder auszulegen. Damit könnt ihr die Bestie anlocken. Unsere Mottenkämpfer werden euch bei Bedarf unterstützen. Allerdings scheint die Seide an ihnen besonders stark zu kleben. Wenn sie also in Bedrängnis geraten, könnte es sein, dass ihr viel mehr ihnen helfen müsst. Okay. Ganz kurz husten, Entschuldigung. Heißt, ich sollte die dann befreien, ne? Jeweils. Wie hier. Die armen Schweine. Kommt raus. Kommt raus und spielt mit mir. Ja, die kann ich nicht zerstören hier. Ich muss... Irgendwo gibt's... den Köder auslegen. Was soll denn der Köder sein? Was soll denn der Köder sein? Das ist doch kein Köder hier. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Welchen Köder meint er denn? Keine Eile. Welchen verdammten Köder meint er denn? Also ich... Ah, hier. Kann ich was anklicken? War das der Köder? Da kommt die Motte. Da kommt die Motte. Ah, die Motte kommt. Motalus. Die Riesenmotte. Schau sie dir an, die Riesenmotte. Hässliches Ding. So, also töten wir das Ding. Motalus, du bist dran. Ich bin außer Reichweite. Was, ich bin außer Reichweite? Also näher kann ich nicht mehr stehen. So, auf geht's. Wenn ich die jetzt da befreien, geht immer noch nicht, ne? Geht immer noch nicht. Also müssen wir das halt so machen auf die altmodische Tour. Wen muss ich aus dem Kokon befreien? Ich bin außer Reichweite. Befreit Mottenkämpfer aus dem Kokon. Ja, die sind ja... Ist ja egal. Komm. Motolos ist gleich tot. Da muss ich nicht noch Hilfe haben. So. Ist doch kein Problem. Und die konnte ich ja nicht befreien, die kommen da nicht raus. Keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Aber ich habe es auch so geschafft. Da muss ich ja nicht noch auf Hilfe zurückgreifen. Seid gegrüßt. Meister Go. In allem, was wir tun, streben wir nach Perfektion. Aber auf dem Weg dorthin werden uns viele Fehler unterlaufen. Ich bin mir sicher, dass schon morgen wieder ein Tag voller Fehler auf uns wartet. Aber dennoch danken wir euch für eure Hilfe. Gerne. Und das ist es. Freunde, das ist es. Wir kriegen noch eine neue Brustrüstung. 13 Vielseitigkeit weniger, dafür 6 Rüstungen, 15 Tempo, 1 Crit-Werte, 2 Stärke und 3 Ausdauer mehr wird angezogen. Und jetzt haben wir Stufe 90 erreicht, Freunde. Stufe 90 erreicht. Wir haben Blutschlägermine und Mogushan-Gewölbe freigeschaltet. Interessiert keinen. Wir wollen das hier. Wir wollen das hier und das ist zum einen ein Talent. Können wir neues Talent auswählen, sehr geil. Und dann die Quest. Also, Talente haben wir hier. Dem Tode geweiht, passiv, kolossales Schmettern erhöht eure Tempo um 10% oder um 20%, falls das Ziel über weniger als 20% Gesundheit verfügt. Hält 10 Sekunden an. Also, kolossales Schmettern ist diese nette Fähigkeit hier, die ich auch schon des Öfteren verwendet habe natürlich. Dann haben wir hier Avatar. Ihr verwandelt euch für 20 Sekunden in einen Koloss, wodurch ihr 20% mehr Schaden verursacht und euch von allen Bewegungseinschränkenden und Bewegungsunfähigkeitseffekten befreit.
oder tödliche Gelassenheit. Sofort eine Minute Abklingzeit, der hat übrigens 1,5 Minuten Abklingzeit. Verringert die Wutkosten eurer Fähigkeiten 6 Sekunden lang um 100%. Wow. Geht das auch mit Hinrichten? Versucht einen Gegner zu erledigen, verursacht bis zu 1580 körperlichen Schaden, basierend auf der verbrauchten Wut. Kann nur gegen Gegner mit weniger als 20% eingesetzt werden. Wenn ich jetzt aber hier, wenn ich jetzt das hier aktiviere, habe ich dann unendlich Wut oder was? Oder wird dann trotzdem keine Wut verbraucht? Ist schwierig. Ich würde sagen, Avatar ist sicherlich interessant, ne? Auch später PvP. Dafür tödliche Gelassenheit. Naja. Wobei, eine Minute Abklingzeit, ne? Entweder eine Minute oder Avatar. Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme mal Avatar, komm. Wir nehmen mal Avatar, den setzen wir hier unten hin. Und dann werden wir uns um den Rest kümmern. Und zwar heißt das für mich erst einmal, wir löschen hier die ganzen Quests, die wir da offen haben. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Denn Pandaria ist Geschichte, Freunde. Pandaria ist Geschichte. Wir nehmen... Wo ist denn die neue Quest jetzt? Hallo? Quest beginnen, Dranor. Die ist einfach weggegangen, weißt du? So, ich habe irgendwas im Hals. Entschuldigung, dass ich immer husten muss in dieser Folge. Aber irgendwie, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, ne? So. Scheint mir hier der Hals ein bisschen kratzig zu sein. So, das dunkle Portal. An alle Helden, Abenteurer, Verteidiger von Azeroth. Erzmagier Khadgar, Held des Zweiten Krieges, stellt ein Bündnis der stärksten Kämpfer von Azeroth zusammen, um durch das dunkle Portal zu treten und zu verhindern, dass die Eiserne Horde in Azeroth einfällt. Kämpfer, die unsterblichen Ruhm erlangen möchten, finden Khadgar am Fuße des dunklen Portals in den verwüsteten Landen. Sicherheit nicht gewährleistet. Also gut, Freunde. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal auf den Weg machen. Optional, sprecht mit einer Kampfmagierin der Vorhut. Sprecht mit Erzmagier Khadgar. Ist ja alles gut und nett. Das Problem ist jetzt, wie komme ich hier eigentlich weg? Wie komme ich zurück nach Orgrimmar? Freunde der Nacht. Wie komme ich zurück nach Orgrimmar? Eine sehr, sehr gute Frage, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht. Gibt es ein Portal oder so, wo wir abgestürzt sind? Wir nehmen mal den Ruhestein. Wir müssen wahrscheinlich wieder zur Absturzstelle oder so, ne? Gibt es da ein Portal? Wenn nicht, haben wir ein Problem, ne? Die Gastwirtin, die wollte uns das Kochen noch ein bisschen beibringen, aber wir haben keine Zeit dafür, ne? Da, Xiao, hat er auch noch einen Auftrag für uns gehabt. Wir haben keine Zeit. Zeitlose Insel. Die zeitlose Insel? Hä? Was macht denn die hier? Naja, wir gehen jetzt mal... Schlangenblick, Jadewald. Wir waren ja da unten zuerst, ne? Komm bald zurück. Wir fliegen mal zum Schlangenblick im Jadewald. Die zeitlose Insel, 85 bis 90. Ah, natürlich, die zeitlose Insel. Ja, das war auch eine geile Sache hier. damals, ne? War auch cool, aber momentan natürlich nicht das Thema. So, wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das schon bekannt vor, die zeitlose Insel, aber ich konnte es nicht mehr einordnen. Aber ist klar, da waren wir natürlich damals, als Pandaria im Endgame war, haben wir uns da rumgetümpelt, haben Haustierkämpfe gemacht, haben da Bosse besiegt, ne, World-Bosse. Das sind die ganzen Haustiere. Ja,
Julon, ideale Schlange war auch da. Die Prüfung davon, okay. Weiß ich gar nicht mehr. Es gab so viele Quests auf dieser Insel, diese Daily Quests, die man da erledigen konnte. War ganz interessant. War ganz interessant. So. Aber jetzt gibt es nichts mehr, was uns in Pandaria hält. Außer natürlich, wenn es kein Portal mehr gibt. Ich frage mich echt so ein bisschen. Ich bin gerade überhaupt nicht sicher, wie wir zurückkommen sollen. Wir haben auch nicht irgendwie einen Ruhestein direkt für Ogrimmar oder so. Also das wird schon interessant. Eigentlich sollte man für die Quest einen Ruhestein bereithalten. Damit man direkt rüberfliegen kann. Oder teleportieren kann. Ne? Meiner Meinung nach. Aber, ne? Ja, habe ich nichts zu sagen hier. So, wir gehen mal runter. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wo wir denn gelandet sind. Weiß das noch einer? Da ist Morgenblüte. Wo sind wir denn? Sind wir da drüben gelandet? Kann natürlich auch sein, ne? Mondwasserzuflucht? Ne, von da unten sind wir nicht gekommen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier hoch. Wir waren so mittig. Oder bin ich hier falsch? Was haben wir denn hier oben? Stallmeister. Das Tian-Kloster. Srila. Ich glaube, wir waren hier, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Dann gehen wir rüber zur Morgenblüte. Wo ist denn der... Wo ist denn der Fliggel? Fliggeldiggel, wo sind denn die Hosen zu Hause? Alter, ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo wir da sind. Naja, wie gesagt, gehen wir erstmal hoch. Sich auch hinfliegen können eigentlich, ne? Mit einem Flugtier. Wo ist denn das? Ah, Flottschügel da drüben. Ist der so weit drüben, der Flottschügel? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir da so weit rübergelaufen sind. Aber okay, wird wohl so sein. So, das Ziel ist es in dieser Folge natürlich vor die Tore von hier, ne? Ihr wisst schon, vor das große dunkle Portal zu treten. Ich hätte natürlich das jetzt auch machen können offscreen. Also ich sage, ich gehe da alleine nach Ogrimmar, aber es ist ja schon irgendwie interessant zu sehen, wie wir da eigentlich nach Ogrimmar kommen, weil ich habe echt keine Ahnung. Überhaupt nicht. Was ist das? Ich bin maßlos überfordert gerade. Maßlos! Ja, und da hätten wir natürlich auch noch die ganze Geschichte mit den Drachen. Mit dem Wettrennen haben wir auch nicht gemacht, ne? Also wir waren dann noch gar nicht fertig. Da sind wir gar nicht gestrandet. Wo sind wir denn gestrandet, bitte? Da oben? Ich weiß nicht mal, wo wir gestrandet sind. Alter. Wo war denn das? War das hier drüben? Nee, das ist der Flottschügel. Da ist aber stark am Flugplatz. Das muss schon irgendwie da drüben sein. Der Flugplatz. Was haben wir denn hier? Omen des Kaisers. Da waren wir zwar auch irgendwie unterwegs, ne? Ich, Alter, ich hab absolut den Überblick verloren. Planlos ein bisschen umherstreifen. Es müsste ja tatsächlich, man müsste ja die Absturzstelle sehen. Da sieht man mal, wie schön das eigentlich ausschaut hier auf der Insel. Alles so schön grün. Wo ist denn die Absturzstelle? Ist sie tatsächlich da drüben irgendwo? Müsste dann ja fast sein, ne? Aber woher sind wir denn gekommen? Sind wir von Norden her? Macht zwar auch Sinn, ne? Weil Pandaria ist ja da im Süden. Und wir sind wahrscheinlich von hier oben rangefahren. Also macht das schon Sinn, wenn wir hier irgendwo in diesem Bereich hier angedockt sind. Im Jadewald. Diese Brücke. Die habe ich, glaube ich, von oben auch noch nie gesehen. Immer nur von unten.
Kann man da rüberlaufen. Schön. Schön ist es hier. So, aber ich glaube, wir kommen der Sache da ein bisschen näher. Hier kann es gut sein, dass wir da die Schlacht hatten. Wäre dann zwischen dem Jadewald und hier dem Kunlei-Gipfel. Oder ich stelle mich jetzt gerade so blöd an. Gut, da fallen die Allianzler vom Himmel. Also schlecht ist es hier nicht. Ja, der Flottschügel, das ist schon, es wird schon da oben gewesen sein. Dann sind wir dann einfach darüber gegangen zur Morgenblüte. Was haben wir denn hier oben für ein Kaff? Das ist der Flugplatz. Das war in der Nähe des Flugplatzes, aber nicht beim Flugplatz selber. Stimmt, da waren wir auch. Kann es da unten gewesen sein? Da ist der Flugplatz. Ja, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Definitiv. Der brennende Flugplatz, wobei wieso der immer noch brennt, weiß ich nicht, weil wir haben den eigentlich eingenommen. Der sollte eigentlich nicht mehr brennen. Sollte nicht mehr brennen eigentlich. Aber gehört der Horde? Oder die Allianz hat jetzt den wieder angegriffen? Und deshalb brennt er jetzt wieder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, haben wir hier drüben. Das ist so ein Privatballon, der mich nach Orgrimma bringt. Da ist unser Schiff. Zerstört, kaputt. Die Hosen bauen da irgendwas mit dem Schiff, keine Ahnung. Können wir damit die Insel verlassen? Willkommen. Euer Luftschiff hat beinahe unser Luftballon zerstört, interessiert mich doch nicht. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Eine sichere Reise. Ja, 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 danke und auf Wiedersehen. So, Flugmeister. Wo bin ich denn hier bitte? Was ist denn das für ein Dorf? Berichtet mir von euren... Da hätte ich Bergbauer erlernt. Alter, ich lerne es jetzt einfach mal. Alter, das darf nicht wahr sein. Die nächste Runde geht auf mich. Lernen wir es trotzdem noch, bevor wir hier abziehen aus Pandaria. Hätte auch keiner gedacht irgendwie, ne? Aber jetzt ist die Frage immer noch im Raum. Ist das ein Portal nach Orgrimma? Also ein Portal nach Orgrimma. Wie geil ist das denn? Wir haben den Weg gefunden, Freunde. Eieiei, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir da noch rankommen. So, zurück in die Heimat. Ja, weg von den Panda-Bären, weg von dem chinesischen Setting. Es geht wieder zurück zum robusten, alten, orkischen Städtchen Orgrimma. Und von da aus geht's dann weiter zum dunklen Portal, zu Khadgar. Und dann werden wir richtig schön mal ein paar olle Orks abmetzeln. Und zwar Orks, die nicht wissen, wie man sich als Ork zu benehmen hat. So, die Kampfmagierin, der Vorhut. Lokta! Was liegt an, Rotmek? Ich muss Khadgar helfen. Schickt mich in die verwüsteten Lande. Kraft! Macht sie! Danke! So schnell geht das hier, ne? Da wird nicht lange rumgefackelt. Da wird gearbeitet. Finde ich schön. Finde ich schön. So, da sind wir auch schon. Die zerschmetterte Klippe. Erst einmal hier Flugmeister anwählen. Speerin der eisernen Horde. So, wo ist Khadgar? Khadgar, ich muss dich sprechen. Er ist da drüben. Also fliegen wir da mal hin zu ihm und mal hören, was er uns zu sagen hat. Schau's dir an, die verwüsteten Lande. Wie schön ist es, wieder zu Hause zu sein, ne? Also definitiv. Ach, herrlich. Herrlich. Ich liebe einfach, ich liebe die alte Welt, ganz ehrlich. Also Azeroth an sich ist einfach der schönste Ort, den es gibt. Ich meine, Pandaria gehört auch zu Azeroth, ist schon klar, aber... So, die alten Gebiete sind halt schon die schönsten, meiner Meinung nach. Absolut. So, wo ist er denn? Der gute Khadgar da unten. Und da ist auch schon eine kleine Schlacht im Gange, ne? Nichts mit Dämonen.
sondern das sind Orks, die durchs Portal kommen. Khadga! Was ist denn los? Ich werde angegriffen. Khadga, hilf mir! Khadga, ich muss den weghauen hier. Khadga ist ja scheißegal, ne? Khadga schaut einfach ein bisschen zu. Hier können wir viel lernen. Der Erzmagier konzentriert sich auf das Portal. Seht ihr, ihre Reihen lichten sich. Wenn auch nur für kurze Zeit. Das könnte unsere Chance sein. Seid ihr bereit, euch dem zu stellen, was euch auf der anderen Seite des Portals erwartet? Für Azeroth! Los geht's. Für Das ist unsere Chance! Stürmt das Portal! Und so begann es. Warlords of Draenor heißt man, ne? Ich glaube, man spricht Draenor aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geil. Jetzt geht's erst richtig los, Freunde. Ja, wir sind immer noch nicht bei Battle for Azeroth. Also, wir sind immer noch nicht im aktuellen Add-on. Aber jetzt geht das hier richtig los langsam hier. Wir werden einen Weg finden. Meiner Meinung nach sind wir am richtigen Ort gelandet. Lange halten sie nicht mehr durch. Der Champion braucht mehr Zeit. Dann gib mir die Zeit. Was soll ich tun? Die Elemente verschaffen uns Zeit. Für Azeroth! Thrall, ich will nichts sagen, aber halt die Fresse. So, unzählige Male schon habt ihr euch aussichtslosen Kämpfen und unaussprechlichen Übeln gestellt. Nichts, womit der Kommandant nicht fertig wird. Ja, dann mach mal. Und seid als Sieger hervorgegangen. Und nun seid ihr ein weiteres Mal dem Ruf gefolgt, bereit. Hä? Dem Ruf gefolgt. Bereit, euer Leben für diese Welt zu riskieren, die ihr so liebt. Unsere Welt. Ihr seid Azeroths letzte Hoffnung, Rotmek. Die vor uns liegenden Herausforderungen mögen bedrohlich sein, doch würde ich mit der Durchführung dieser Mission niemand anderen betrauen wollen. Die Feinde an der Front können über die Informationen verfügen, die wir benötigen, um diesen Krieg zu gewinnen. Findet und vernichtet sie. Geht jetzt, Rotmek, für Azeroth. Ja, gut. Das ist schon mal eine gute Idee. Thrall kommt da wieder zurück, ne? Der hat die Hosen voll anscheinend. Und wir stürzen uns jetzt mal in die Schlacht hier gegen die Eiserne Horde und versuchen hier Informationen zu gewinnen. Irgendjemand von diesen Schweinepriestern hier hat ganz bestimmt ein paar Informationen mit dabei. So, ja, wir pushen hier mal schön. Ja, immer schön genug Leute anwerben fürs Töten. So, was haben wir denn hier? Wir haben bereits den Brief gefunden, die Informationen. Das Schreiben trägt das Siegel des Kriegshymnen-Clans. Dieser gefaltete Brief mit dem Zeichen von Gromash Höllschrei sieht vielversprechend aus. Beschützt Gul'dan und seine Schattenrat mit eurem Leben. Das Portal funktioniert nicht ohne die Teufelsmagie unseres Gefangenen. Wenn ihr versagt, wird alles, was euch lieb ist, sich in Asche verwandeln. Gromash Höllschrei. Die Eiserne Horde hat offenbar wichtige Gefangene in ihrer Gewalt, um das Portal offen zu halten. Durchsucht die Spitzen in der Nähe. Und mit Spitzen sind diese Türme gemeint. Glaube ich zumindest. Ich bin außer Reichweite. Hereinspaziert, er hat hier gerade so eine Spitze geöffnet. Zumindest den Eingang davon. Ich muss näher ran. So. Und was bist denn du für einer hier? Meine Herren. So, komm, Kommandant. Du kriegst aufs Maul. Gut so. Da 3 gegen 1 ist auch unfair. Da helfe ich mal ganz kurz mit. 3 gegen 1. Da seid ihr bescheuert. Was seid denn ihr für Orks? So kämpfen keine Orks. Da kämpfen nur Feiglinge.
3 gegen 1, da. Ich glaube, es hackt. So, weg mit dir, du Grunzer. Hab ich gerne gemacht, du Mensch. Du, jetzt verpiss dich. So, wir gehen da rein. Und sehen hier. Außenweltler, zerstört das Relikt und lasst uns frei. Zerstört das Relikt, zerschlagt es. Sollen wir? Ja, wir müssen, weil das Portal muss geschlossen werden und deshalb zerstören wir hier das Relikt. Sucht nach Gul'dan, wenn ihr die eiserne Horde wirklich stoppen wollt. Gul'dan, Gul'dan nähert das Portal. Seht, das Portal wird schwächer. Okay, dass wir mal Shogal helfen, hätte ich auch nie gedacht. Hätten wohl die wenigsten gedacht, dass wir hier mal Shogal helfen wollen. Ja, dem Typen unter die Arme greifen. Ja, schauen wir mal auf der anderen Seite hier. Sprengmeister, lass mal... Keine Sorge, wir sind ja da. Lass mal knacken hier, genau. Lass knacken. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen, was kann ich da verkaufen. Esswaren, ja, ich brauche nicht so viel Esswaren. Alkohol brauche ich auch nicht. Hier, das ist alles Nadelspitze, Trockenfleisch, alles weg hier. Brauchen wir nicht. Das sind die Rationen der Eisernen Horde, die können wir behalten. Pfirsichpastete, weg damit. Milch, weg damit. Pfirsich, weg. Milch, weg. Das ist alles Zeug, das braucht kein Mensch. So, ich brauche Platz. Denn ich werde jetzt hier viele, viele Hordler, nicht Hordler, Orks töten. Der Eisernen Horde und werde da dann schauen, dass ich da ein bisschen Beute kriege. Ihr da, Fremdlinge. Ja. Ihr wollt das dunkle Portal zerstören. Ja, wäre nicht schlecht. Ich kann euch helfen. Aha. Lasst mich nur frei. Ja, das sagen sie alle. Aber nur freilassen und dann helfen sie uns. Wer ist denn das eigentlich? Zerstört das Relikt. Theron Gor. Theron Gor. Keine Ahnung, wer das ist, aber wir zerstören den Stein. Diese eisernen Feiglinge haben uns dazu benutzt, ihr Portal offen zu halten. Das werden sie bereuen. Der Schattenrat dankt euch. Ja gut, dem Schattenrat will ich jetzt nicht unbedingt helfen und dessen Dank möchte ich auch nicht unbedingt haben. Die Feiglinge befreien den Gefangenen! Haltet sie auf! Niemand hält mich auf. Kommandant des Kriegshymnen-Clans wahrscheinlich. Ich gehe jetzt darauf. Khadgar, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Das Portal ist geschwächt, doch weiterhin offen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Rotmek. Dieses Portal wird von Energien versorgt, die weder mechanischer noch arkaner Natur sind. Schaut euch um, Rotmek. Gemarterten Seelen der getöteten Gefangenen werden direkt in das Herz des Portals geleitet. Gul'dan ist der Schlüssel. Alle Seelen werden durch ihn kanalisiert. Findet einen Weg in die Kammer unter uns und tut, was auch immer getan werden muss, um Gul'dan aufzuhalten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung, Rotmek. Und wir kriegen dafür eine Axt, eine zweihändige. Das sieht immer interessant aus. Tut, was auch immer getan wird. Womit der Kommandant nicht fertig ist. Ihr seid die letzte Hoffnung unserer Welt. Ich soll tun, was getan werden muss. Das heißt, auch Sachen, die man vielleicht nicht tun würde im Normalzustand, müssen jetzt halt getan werden. Da ist er, Gul'dan. Hast du Probleme? Kann ich dir helfen? Befreit mich. Und das Portal fällt. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Na gut, Gul'dan. Einmal helfe ich dir, aber dann werden wir wieder Feinde sein. Wie eh und je. Ja. 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 Ein bisschen Steine zerstören. Stein Nummer 2. Gormash wird für seine Arroganz bezahlen. Die Fesseln versagen. Gleich bin ich frei. Du solltest eigentlich schon fast frei sein. Ah, ich muss dich hier noch befreien. Arbeit abgeschlossen. Auf jeden, Gul'dan! Eilt euch, Sterbliche. Ich spüre die Lebenskraft eurer Armeen schwinden. Die Zeit für Reue kommt später. Wir sehen uns wieder. Das befürchte ich auch.
Das befürchte ich auch, aber momentan ist es gut, so wie es ist. Und wir gehen zurück zu Khadga. Haben wir doch tatsächlich Gul'dan geholfen. Irgendwas hat uns da, getrieben. Was es ist? Der Überlebensinstinkt. Der Überlebensinstinkt. So, uiuiui, schau dir das mal an. Die eiserne Horde ist bereit und wird zuschlagen. Khadga. Wissen ist Macht. Ja, das ist genauso. Gul'dan, frei. Das ist nicht der Sieg, den ich erhofft hatte. Wegen unserer Taten ist Gul'dan jetzt vielleicht frei, doch würde ich seine Freiheit liebend gerne gegen die Leben der Unschuldigen auf der anderen Seite des Portals eintauschen. Ihr habt weise gehandelt, Rotmek. Das ist so. So bin ich halt, ne? Ein weiser handelnder Mann. Und wir kriegen die neue Axt hier. 2 Stärke mehr, 18 Meisterschaft, 2,4 Schaden pro Sekunde mehr und 4 Ausdauer mehr. Dafür geht Tempo und kritische Trefferwerte flöte. Ist egal, ziehen wir uns an. Sieht die gut aus, die Axt? Kann man sich geben. Kann man sich geben. Sie sprachen von einer Selbstmordmission. Doch heute wird es keine sinnlose Verschwendung von Leben geben. Alle mir nach. Seid auf der Hut. Die Vorhut fällt. Ihr großes Opfer wird nicht vergeblich sein. Lassen wir die einfach sterben da unten, oder was? Ja, ihr seid auch Schweine, ihr. Lasst die einfach sterben und die ganzen Anführer, ja, verpissen sich. Schau es dir an. Da verpissen sie sich. Klar, ich auch. Ja, ich auch. So bin ich, ja. So bin ich denn. So, diese Orks hier töten und dann machen wir uns hier ein neues Lager auf. Finde ich auch okay. Kann man machen. Kann man so machen, ja. Ist natürlich eine Möglichkeit. So, sind wir hier. Und werden hier die Stellung behalten. Thrall und der gute Marat werden hier die Stellung halten. Auch ich werde die Stellung halten. Und wir werden beim nächsten Mal dann diese neue Welt wieder einnehmen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare lassen. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier mit Khadga weiterziehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmek. Ciao.